Moin, Talon kommt zurück zu Dinkum. Wir haben in der letzten Episode ja noch ein bisschen was gesammelt und ich hoffe mal, es reicht. So, Collect. Das müsste reichen. Wir müssen 1 Million einzahlen, das heißt, wir haben 178.000 übrig. Das heißt, wir müssten vielleicht doch nochmal das ein und andere sammeln gehen. Aber jetzt erstmal nicht mehr. Wir haben ja genug gesammelt zwischendurch. Erstmal machen wir wieder ein bisschen was anderes. Gucken wir mal. Das stoppen wir erstmal dahin einfach. Das kann ich eigentlich wegpacken. Ich weiß gar nicht, warum ich die Iron Hole hier noch im Inventar habe. Ich hab die, glaube ich, nicht weggeräumt, ne? Wir müssen ja auch mal gucken, dass wir gartenmäßig hier noch ein bisschen weiterkommen. Aber dazu müssen wir eigentlich mal wieder in die Mine gehen, ne? Wir brauchen noch mehr Kupfer und so. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal kurz zu Franklin. Hat er schon offen? Ich glaube ja. Herr Franklin, hast du was Tolles für mich? Recipe für ein Pango Table? Jo, gerne. Dankeschön. Nice, mach's gut. Dann können wir ja doch ein bisschen Park-ähnlich was machen. Mal gucken. Da hatte ich gerade einen Frosch im Hals, tut mir leid. Muss gerade mal ein bisschen mich räuspern. So, wir gucken mal gerade, ob wir eine Aufgabe haben und ob der Weihnachtsmann hier unterwegs ist. Aber ich glaube nicht mehr. Ne, der ist nur im Sommer unterwegs, alles klar. Wir könnten auch mal wieder auf eine Insel gehen. Vielleicht wäre wirklich schön, wir wollen ja das Feld noch bauen. Hier ist wieder ein Auftrag. Shipping Request. 25 Bottle Brush. Bottle Brush. 25 ist eine Menge, haben wir glaube ich nicht. Want to trade? Black Sneaker habe ich auch schon. Weiß ich noch nicht. Wir gucken erstmal wegen Geld. Ich wollte ja Geld einzahlen. Hey Milburn. Willkommen zu der Sakura Bank. What do you need? Lass uns reden erstmal. Oh, warum willst du reden? Was gibt's? Support the shares. Rio. I should know. I own them all. Okay, ist wichtig zu teilen. Oder Anteil zu haben. Weil er kennt sich aus, er hat es. Lass uns reden. Ah nee, warte mal. Du hast einen Job für mich? I've got a real hankering for a quiche. You could bring me a quiche? Ja, das kriegen wir hin. Und ich will Geld einzahlen. Show me my account. Okay, let's take a look. Balance. Deposit. $1 million. Ganz schön viel. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Okay, wir haben das Geld eingezahlt. 50 Dinkin Rich. Saving money in the bank, clever. Here's a milestone for having a cold heart mill. Ja gut, ich sag mal, da können wir später noch mehr reinballern. Wenn ich denn noch... Ich hatte ja schon fast 2, glaube ich, gehabt, ne, oder? Bin mir nicht sicher. Oder hatte ich die noch nicht ganz... Kann auch sein, dass ich die noch nicht ganz hatte. Gucken wir mal, wir müssen... Was muss ich denn jetzt machen? Achso, genau, die Quiche wollte er noch haben. Die kriegt er dafür jetzt. Wir haben jetzt eine Milde eingelagert. Das Krokodil hängt da unten, das ist gut. Dann machst du hoffentlich keinen Ärger. Dann holen wir gerade die Quiche und dann gucken wir mal, ob dann demnächst was passiert. Weil dann soll ja was passieren, dann gebe ich. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Bin mir nicht sicher, da ist die Quiche. Und dann schauen wir mal. Ich müsste eigentlich mal die ganzen Ores wieder abbauen, ne? Haben wir noch was drin? Ne. Recycle bin ich diesmal okay. Ich glaube, wir müssen mal gucken. Aber gut, ich habe noch ein bisschen Geld übrig. Für 25.000 müssen wir jetzt den Flughafen umziehen lassen. Und dann müssen wir da noch ein... hier ist ein Hai. Da müssen wir da noch ein... Landebahn bauen. Hey, Melvin. Cool, das ist Sakura Bank. Okay, what do you need? Lass reden. Oh, wolltest du reden? Here you go. Wait for the keys? Yep. Für dich, bitteschön. Very good. I suppose you would like a reward now.
Pamut Pench, nice. Dankeschön. Wir haben jetzt einen Tisch und wir haben eine Bench. Eine Bank. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Haben wir schon wieder ein paar Sachen für unseren Park hier. Den müssen wir noch weiter ausbauen. Ist ja auf Weihnachten getrimmt, aber müssen wir mal ein bisschen umbasteln. Müssen wir mal gucken. Das sieht, glaube ich, ganz okay aus hier. Hier müsste ein bisschen Rasen hin dann. Ich bin überlegen, ob wir hier grünen Rasen hinmachen. Müssen wir mal schauen. Was haben wir auf jeden Fall noch zu tun? Okay, Kirschen kann ich erstmal wegpacken, weil brauchen wir erstmal nicht. Wir könnten mal gucken, ob Kirschen reif sind. Hey, Rain. Was gibt's Neues, Ryo? Was gibt's? Trees can be like such crazy characters. Die können ganz verrückte Charakter haben. They're always throwing shade and I just can't help but love them for it. I guess it's okay when it's from your friend, right, Ryo? Ja, vielleicht. Bin mir nicht sicher. Abstufungen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Ich bin mir nicht sicher. Na gut, es gibt jetzt zig verschiedene Arten. So ist es ja nicht. Doch, es sind Kirschen da, dann nehmen wir die direkt mit. Ich weiß nicht, ob es die auch zu harvesten gibt im Herbst. Das kann ich jetzt gerade nicht genau sagen. Aber ich bin froh, dass wir so viele Kirschen wieder zusammenkriegen hier. Hätte ich öfters machen müssen. Okay, dann outsourcen die Kirschen erstmal, weil brauchen tue ich sie erstmal nicht. Und ja, ist ja gut. Du bleibst da unten. Dann, ja, muss ich mir überlegen, was ich noch machen kann. Wir müssen eigentlich mal wieder bei Gelegenheit in die Mine gehen. Unbedingt. Unbedingt, unbedingt. Ich kann mal genau, ich kann gleich mal gucken, ob die Tiere noch was zu essen haben. Da habe ich nämlich letztes Mal nicht drauf geguckt und die hatten nichts mehr zu essen, glaube ich. Das war nicht so toll. Da muss ich nochmal nachschauen. Habt ihr noch was zu futtern oder eher nicht? Das ist leer. Das ist noch voll. Die haben zu futtern. Was sagt denn mein Animals? Sind die alle zufrieden? Ja, eigentlich sind alle zufrieden. Roadrunner ist leider total unzufrieden, weil ich den überhaupt nicht pette und so. Die sind alle zufrieden. Ich müsste eigentlich mal ein paar aussortieren, ne? Die haben gegessen. Wie sieht es mit denen aus? Die haben nichts gegessen. Das heißt, die haben nichts zu essen. Okay, das ist schlecht. Das heißt, wir müssen denen was zu essen geben. Dann muss ich mal gucken, dass die was zu essen kriegen. Das ist nicht so gut. Schauen wir mal, Gubbel Gubbel ist auch unterwegs. Wir brauchen erstmal Mais. Gut, dann müssen wir den Mais hier reinschmeißen. Habe ich nicht noch irgendwo Notreserve-Essen gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Da muss ich nochmal schauen. Okay. Ist das schon fertig? Achso, nee, da kommt jetzt, kommen ja 10 Dinger raus, das passt schon. Okay, dann machen wir das in der Zwischenzeit mal weg hier. Dann gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen aufgeräumt kriegen. Der steht ja nicht so optimal, weil da kommt nicht so viel bei rum hier bei dem. Komischerweise. Das ist der einzige, der immer einen weniger hat. Okay, alles mitnehmen. So. Okay. Alles mitgenommen, da können wir das direkt weglagern. Da rein. Ein bisschen was haben wir wieder, aber nicht viel. Das geht hier rein. Schaufel ist hier noch Reserve? Ja, die können wir eigentlich wegpacken. Haben wir noch Platz dafür? Nö.
Da hätten wir noch Platz. Dann bauen wir die da rein. Okay. Das wird aber noch ein Moment dauern, fürchte ich, ne? Ich gebe es erstmal mit. Und fülle das erstmal auf. Dann haben wir ein bisschen was zu essen. Vielleicht habe ich da drüben noch was auf Lager. Habe ich jetzt nicht geguckt. Das wäre noch wichtig, dass die Tiere was zu futtern haben. Ah, hier ist noch. Dann kloppt das hier einfach rein. Guck mal, die habe ich immer noch hier. Ja. Wie viel haben wir denn? Macht er das automatisch auf Maximum? Ja. Gut. Dann sammeln wir mal die Kacke hier ein. Wir müssten eigentlich mal viel mehr Kacke produzieren, machen, dass wir mehr, mega Dünger haben. Ich bin ja froh, dass die alle noch freundlich sind hier, die Tiere, obwohl die schon seit keine Ahnung wie lange hungern. Vermute ich mal. Und in ihrer eigenen Kacke hier rumlaufen müssen. Das sind Zustände, das kann ich so nicht lassen. Wahrscheinlich vergesse ich es in der nächsten Episode wieder. So, wie alles weg hier? Ne, da ist noch mehr Kacke. Überall ist Kacke. So, habe ich die Kacke jetzt weg oder ist hier noch mehr Kacke? Ne, sieht gut aus. Ich glaube, Kacke frei. Dann gehen wir gerade noch zu den Hühnern und sammeln mal wieder Eier, wa? So, habe ich jetzt alles mitgenommen? Sieht eigentlich ganz schick aus. Guck mal. Die laufen dann da durch. Da oben sind die Gubbelgubbels. Ja, ich denke mal, das ist okay. Nee, das muss ich zulassen, das hauen die nachher ab. Das kommt der böse, böse Wolf und macht hier nachher böse Sachen. So, alles weg, alles weg. Okay. Das ist schon ganz gut. Kacke können wir hier ablagern. Alter Schwede, Kacke haben wir so viel. Das gibt's gar nicht. Eier haben wir auch so viel, aber ich weiß gar nicht, Eier konnte ich die normalisieren? Ich glaube nicht, ne? Bin mir jetzt nicht sicher. Da nicht. Hier beim letzten, ne? Genau. So, nochmal 65. Das ist doch schon ordentlich. Ich packe die erstmal wieder weg für den Fall der Fälle. Dann haben wir noch was. Und da müssen wir mal schauen. So, dann haben wir das erledigt. Was können wir denn noch machen auf die Schnelle? Das Essen kommt hier rein. Wir können die Felder gerade mal checken, wie es da aussieht. Das ist alles gegossen, das wächst alles. Das ist auch alles gegossen. Warum ist hier alles nass? Hat es geregnet? Ich weiß gar nicht mehr. Die können wir noch mitnehmen und das können wir wegmachen. Achso, habe ich schon weggemacht. So. Eine Melone haben wir noch. Ja, sonst sieht das ganz gut aus. Wir müssen auf jeden Fall nochmal die Sprinkler upgraden, aber da brauchen wir mehr Material für. Wir können Honig mal sammeln. Haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht. Der gute Honig. So, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Mit. Okay. Die können wir eigentlich direkt, weiß nicht, verarbeiten, verkaufen, weiß ich nicht. Was mache ich damit? Ein bisschen Kohle, ja komm, wir verkaufen den mit der Melone. Kriegen wir noch ein bisschen Geld für. Wir können bei Rain nochmal vorbeischauen. Doch, die hat offen jetzt, ja. Ich weiß nur nicht, was wir für Seeds brauchen. Hey Rain. Was? Clerk ist busy, der Verkäufer ist be beschäftigt. Cabbage Seeds. Gib mir mal 50. Warum Kiss hieß? Ich weiß nicht, wie viel ich habe, ich nehme auch nochmal 50 mit. Wenn ich kann.
Okay, dankeschön. Und Corn Seeds. Okay, die sind richtig teuer. Das wird ein bisschen hart. Die kann ich mir gar nicht leisten. Oder? 50.000? Ja, geht noch. Dankeschön. Puh, jetzt bin ich fast arm. Jacarandasabling nehme ich noch einen mit. Dann bin ich wirklich arm. Ja. Dankeschön. Mach's gut. So, jetzt haben wir richtig Geld ausgegeben. Jetzt müssen wir das Zeug verkaufen, dass wir ein bisschen Kohle wieder reinkriegen. Müssen wir mal schauen. Wir müssten eigentlich mal gucken, dass die Häuser noch ein bisschen umziehen, ne? Das wäre ganz gut. Hey, John. Willkommen zu John's Goods. Wie kann ich dir helfen? Ich würde gerne Sachen verkaufen. Okay, was gibt's? Ich verkaufe dir die beiden Sachen. Mal sehen. 99.000, klingt gut. Bisschen Geld ist wieder drin, mach's gut. Jetzt hast du ein bisschen was gekriegt. Nicht viel, aber ist okay. Für den Anfang. Die Seeds packen wir weg. Ich glaube, wir haben mehr als genug jetzt. Da müssen wir schauen. Ja, dann haben wir wieder ein bisschen was geschafft eigentlich. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bin gerade überlegen, was wir noch machen können. Weil ich leider nicht so viel Zeit habe, ist das Problem. Die haben wir aufgefüllt. Das ist mal okay. Jacarandasabling, wo habe ich die denn hingepackt? Hier irgendwo, ne? Ich glaube hier. Ne, da nicht. Da auch nicht. Wo habe ich die hingepackt? What? Habe ich die alle verbraten? Ich glaube, ich habe die alle verbraten. Ne, ich habe die drüben hingepackt. Ich packe sie erstmal hier rein. Ist egal. Okay. Das haben wir gemacht. Ansonsten... Tja, was können wir auf die Schnelle noch machen? Können wir noch was Tolles bauen? Wir können ein paar Bänke bauen, aber bin mir nicht sicher. Tische. Ich bin echt überlegen, was ich noch bauen könnte, müsste, sollte. Es gibt halt noch so viel zu bauen, eigentlich, was man machen muss. Ja, hier sind die Gammut, Parmut. Da ist Parmut. Sit down outside, why don't you? Okay. Perfect Picnics. Okay. Ich bin unbedingt. Ein paar Sachen habe ich ja noch hier. Bulletin Board haben wir ja schon. Wir können mal gucken, was wir für den Asphalt brauchen. Das wäre vielleicht eine Idee. Weil wir brauchen ja den Asphalt, den hier. Zement Bag. Nee. Doch, Zement Bag. Roadlines. Okay. Wir könnten vielleicht noch Dinge jetzt umziehen lassen. Zement und Steine brauchen wir. Haben wir Zement und Steine hier? Nee, haben wir die drüben? Dann gucke ich da nochmal kurz nach. Dann craften wir das schon mal vor und dann haben wir das fürs nächste Mal vorbereitet. Und dann können wir den Flughafen umziehen lassen. Dann machen wir da eine Runway, bauen wir da hin. Hey, Fletch. So, wir haben nicht großartig was hier. Da auch nicht. Oh, ich glaube, ich muss aufräumen. 13 Bags. Ja, das reicht nicht. Dann nehmen wir das erstmal mit und dann muss ich das nochmal vorbereiten. Das können wir dann mal in der nächsten Episode machen. Dann werde ich jetzt kurz noch ein bisschen Hecke legen. Habe ich mir gerade so überlegt. Hier so. Der Baum muss tatsächlich weg hier. So, dann noch ein Stück Hecke dahin. So, ja, ich glaube, das ist schon ganz nett. Bauen wir hier ein bisschen Hecke hin, oder? Ne, die müsste dahin dann direkt. Okay. Hier so. Ich mache die nicht komplett zu. Ich würde das gerne ein bisschen offen lassen. Das ist sozusagen ein bisschen überlappt. Okay. 7 Hecken haben wir noch. Wo ich die hinbaue, weiß ich noch nicht genau. Hier vielleicht irgendwo hin?
Vielleicht gar keine so schlechte Idee. Vielleicht gar keine so schlechte Idee. Machen wir sie da mal hin. Wir brauchen noch viel mehr Hecken wahrscheinlich dann. Okay, ja gut, dann soll es das mal gewesen sein. Wir haben ein bisschen hier rumgehört, dort wieder. Wir haben 1 Million Dings eingezahlt und wir haben noch ein bisschen was vorbereitet. Und dann schauen wir mal. So, das geht noch weg. Denn ich bin heute wieder auf dem flinken Fuß. Ich muss mal gucken. Ich hoffe, ich kriege das morgen aufnahmemäßig nochmal hin hier für euch. Weil Arbeitswoche, wie gesagt, geht jetzt wieder los. Für mich. Und ich muss gucken, dass ich das irgendwie hinkriege. Es gibt noch ein bisschen was zu tun. Ich würde gerne noch ein bisschen was schaffen. Ich muss noch mal gucken, dass ich Kommentare irgendwie noch beantwortet kriege hier, weil die Zeit ist auch schon ein bisschen länger her. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Und ja, ich hau mich mal ins Bett. Sage erstmal danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.